Yo, wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit, komm hier hoch, mit Paxis. Wir müssen hier noch ein Fragezeichen, wahrscheinlich eine verlassene Stätte. Müssen wir jetzt noch klären und dann können wir auf die andere Seite des Sees und dann haben wir die Fragezeichen hier in der Gegend gebumst. Aufgeklärt, beendet. Für geschlossen. Für geschlossen? Ich weiß nicht, wie ich den Satz wenden soll. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Schlauer Geralt. Seid Liebgard Amphitheater. Wo ist es? Ein Elfen-Amphitheater? Ist das ganz doll alt? Da ist ein Gegner, wenn wir die umgehen können, dann umgehen wir die einfach. Versteckter Schatz. Ah. Oh ja, das sieht nach Elfenkunst aus. Und hier ist einfach nur ein versteckter Schatz. Das wird jetzt aber ziemlich krass geil aus. Na, das ist noch ein weiterführendes Quest. Ich wusste es. Parfümiertes Tagebuch. Wein bis Lacrack. Lacrack, wie auch immer. Oh, Lacrack. Parfümiertes Tagebuch. Fragment eines Tagebuchs, das mit Bergamotte, Jasmin und Zedernholz parfümiert ist. 29. Blatt. Endlich habe ich eine Lösung. Ich werde für die Kaiserliche Schauspielakademie die berühmteste Rolle der Elsa de Longpress spielen. Ihre letzte Vorstellung, bei der sie auf der Bühne starb. Der großartigste Schauspielakt, der je aufgeführt wurde. Dann müssen sie auf mich zukommen. Fane. Erste Fane. Diese Rolle ist zu schwierig. Mein Lehrer ist immer noch nicht zufrieden. Vielleicht fehlt mir einfach das Talent. Es ist schwer, gegen Elsas Legende zu bestehen. Fünfte Fane. Ja! Jetzt weiß ich, was ich nicht verstanden habe. Ich muss die Rolle fühlen und den gesamten Abend im Amphitheater neu erstehen lassen. Mit Kerzen, Wein und dem Berg. Genau wie einst Elsa. Die Aura des Ortes wird mir helfen. Angeblich hat Elsa fast ihr ganzes Leben dort verbracht. Die Leute sagen, im Amphitheater spuke es und das sei der Grund, dass dort keine Stücke mehr aufgeführt werden. Offenbar sind alle, die Elsa-Szene in diesem Amphitheater aufgeführt haben, unter mysteriösen Umständen gestorben. Alt Weibergewäsch. Selbst wenn es dort spukt, glaube ich, dass Elsas Geist mir seinen Segen gibt. Siebte Fane. Heute Abend geht es los. Ich habe Kerzen vorbereitet und zwei Flaschen von dem Wein erworben, den Elsa vor ihrem Tode trank. Nun werde ich proben und proben, bis ich endlich glaube und spüre, dass ich Elsa bin. Fragment eines Skripts mit Unterstreichungen in roter Tinte. Nun stirbt der Tag. Er bricht in sich zusammen, genau wie meine Seele. Nun wird Dunkelheit mich verschlingen, wie erstickende Dämpfe. Nein! Jetzt bin ich endlich bereit, die Erinnerung an Geister in meinem Herzen neu erstehen zu lassen. Ich werde die Kerzen anzünden. Die erste möge für den Jungen flackern, ein Kind noch, der auf dem Schlachtfeld des Mittags erschlagen wurde und ohne eine Silbe starb. Die zweite soll leuchten für jenen, der mir ein Juwel aus dem Brunnen holen wollte und die Oberfläche nie wieder durchbrach. Die dritte Flamme brenne für den Gemahl, schön wie eine Statue, kalt wie ein Stein, der mich verließ und in Dunkelheit verschwand. Anonym starb er, in den Wäldern verging er. Die vierte scheine für jenen, der so herrlich liebte und in seinen eigenen Feuer verbrannte. Und die fünfte werfe ihr Licht auf dich, mein Geliebter, mein treuer Gefährte, mein glückloser Gatte. Verzehrt durch Krankheit, du ruhst im flachsten Grab von allen. Nun brennen sie alle, so wunderbar, so weiß. Männer, Knaben, Gatten, mein, all mein. Ich liebe euch bis zum Letzten. Nun seht den Wein, ich trinke ihn und heilige damit euer Andenken. Das Mädchen hat offenbar die markierte Szene nachgespielt und ist gestorben. Oder wurde sie getötet? Möchte wissen, was passiert, wenn ich die Szene nachspiele. Tja, dann werden wir mal den Geist platt machen. Eins. Ich muss ihre Spuren zurückverfolgen und dann die Kerzen in derselben Reihenfolge anzünden wie sie. Falsch. Och nein! Was passiert denn jetzt? Gar nichts. Okay. Muss ihre Spuren nachvollziehen und dann in der gleichen Reihenfolge. Okay. Oh, da ist sogar noch ein Eingang, okay. Hier hat sie angefangen. Na? Da hatte ich sogar durch Zufall direkt die richtige angemacht beim ersten Mal. Mach's cooler. So. Fertig. Jetzt ein Gläschen. Okay.
Ende die Szene, indem du den Wein trinkst. Was wäre denn, wenn ich den Wein vorher getrunken hätte, bevor die Szene und so? Was war, wie hieß er denn? Scheiße. Ist es jetzt beim Questgegenstand dabei, oder? Ah, das ist so. Toll, ich muss noch besoffen kämpfen oder was? Ich glaube, wir mal ein kleines Irden machen. Wir treffen ja trotzdem irgendwie ganz komisch nur. Au! Hat die gerade ihre eigenen Skelette umgebracht, ich glaube. Klingt ja so, wenn unsere Schwertschläge einfach durchgehen würden, aber wir machen auch normal Schaden. Au, komm! Also. Mein Schwert ist irgendwie nicht mehr cool. Oh, sind beide nicht mehr cool, dann wollen wir mal wetzen. Gesellen, 40%. Wie hier hatte das? Das reicht, 43. Haben wir hier 50%. Die geben 90, aber wir haben ja auch nur noch 3, ne? Dann gehen wir mal, das reicht auch. Machen wir trotzdem wieder vollen Schaden. Oh, ich bekomme sogar Applaus. Der Anhänger ist ein Schlüssel. Vielleicht gibt es hier eine verschlossene Kammer. Gibt auf jeden Fall einen Eingang da. Staubiges Tagebuch. Auch wertvolle Sachen. Das Tagebuch ist so alt, dass es auseinanderfällt. Es sind nur noch wenige Einträge leserlich. Logisch, wir können jetzt hier keine 1000 Seiten lesen. 16. Tag des Monats Lammas im Jahr 1178. Wir haben nur noch wenige Tage bis zur Premiere. Angeblich werden sogar Herzog Roger und sein Liebling, die Gräfin de Stichère, anwesend sein. Diese Rolle wird mein Meisterstück. Ich habe kein Lampenfieber. Ich sehe meinen Auftritt gelassen entgegen, doch sie versetzt mich in Panik. Annika. Sie wird weinrot vor Eifersucht, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen. Ist es meine Schuld, dass eine Provinzschauspielerin Elfin auch noch weniger talentiert ist als ich? Erwartet sie wirklich? Unleserlicher Abschnitt. 94. Tag des Monats Lammas im Jahr 1178. Ihr hasst es beinahe mit Händen zu greifen. Ich habe solche Angst. Ich habe mit dem Spielleiter darüber gesprochen, doch ich glaube, er nimmt mich nicht ernst. Er hat zu viel mit der Premiere zu tun. 29. Tag des Monats Lammas im Jahr 1178. Annika hat meinen Sachen herumgeschnüffelt. Sie hat dieses Tagebuch gelesen. Ich habe sie auf Riedertat in meinem Zimmer ertappt. Und wie fürchterlich ich reagiert habe. Zuerst bin ich natürlich explodiert und habe sie angeschrien, doch ein einziger Blick von ihr ließ mich gefrieren. Ich muss meine wertvollsten und wichtigsten Sachen im Amphitheater verstecken. Ich werde den Schlüssel nun immer zu bei mir tragen, an einer Kette vom Juwelier. Der Rest der Seite ist zerfallen. 33. Tag des Monats Lammas im Jahr 1178.
Es wird immer schlimmer. Ich fürchte, sie will mich umbringen. Ich fühle ein Jucken im Rücken. Das Omen eines Dolchs und dieses Jucken in der Kehle, ist das auch? Will sie mich vergiften? Wie theatralisch von ihr. Götter, ich schwöre, wenn diese abscheuliche Person mir etwas zuleide tut, verwandle ich das Amphitheater in die Hölle auf Erden. Na toll. Ist dann leider auch so gekommen. Es hatte also doch nichts damit zu tun, dass hier noch ein Höhleneingang ist. Sind wir überlastet? Ja, wir sind überlastet. Ich wollte gerade fragen, warum laufen wir so langsam? Na dann werfen wir mal diese dummen Sachen weg, die total schwer sind und nichts wert. Elf Kilo, 800, 7 Kilo, 600, 9. Ich will das eigentlich wegwerfen. So. Müssten mal langsam wieder was verkaufen. Halt. Was verkaufen, verdammt nochmal. Ich wollte mich eigentlich trotzdem hier ein bisschen umgucken. Es ist hier auch so schön hell, ne? Nachdem... Jetzt kann man ja hier... Naja, man müsste es vielleicht wieder aufbauen, ne? Nachdem wir das hier geklärt haben, das Problem ist hier wieder schön hell. Die böse Gestalt ist verschwunden. War bestimmt mal ein sehr schönes Amphitheater. Ah, hier gibt es sonst gar nichts mehr. Gehen wir mal in diesen Höhleneingang. Haben wir gar nicht vor, das ist hier das nochmal. Auge von Nehalini. Ich sollte es benutzen. So krass, dass wir das hier nochmal benutzen, hätte ich nicht gedacht. Was hat aber was mit den Elfen zu tun? Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier auf mich wartet. Nur eine Truhe? Was? Also ich habe es eigentlich geahnt, dass es hier nicht krass weitergeht. Also das wäre merkwürdig gewesen. Aber dass jetzt wirklich nur eine Truhe auf mich wartet und da nur Schrott drinne ist, wirklich absoluter Schrott. Nicht mal ein geiles Buch mit einer schönen Geschichte oder so. Das ist jetzt mehr als enttäuschend. Aber Hauptsache, die verstecken den... Also da würde ich wirklich gerne mal wissen, ist das Zufall, was hier drinne liegt? Also wird das automatisch generiert? Es würde Sinn machen bei so einem großen Spiel, dass das ähnlich wie bei zum Beispiel Diablo 3 ist, dass halt einfach die Wahrscheinlichkeit, bestimmte Dinge zu finden, ja, je wertvoller sie sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit. Und dass das halt automatisch generiert ist und Zufall, was genau da drin zu finden ist und es nicht per Hand von jemandem programmiert wurde. So, weil wenn das der Fall wäre, dann frage ich mich halt, wer programmiert denn das? Wer versteckt denn hinter so einem interessanten Ort, den man ja nur mit diesen Nephalem irgendwas erreichen kann? Wer versteckt denn da bitteschön dann sowas Langweiliges? Deswegen denke ich, dass es Zufall ist, was da auf uns wartet. Da haben wir wohl eine Hauptschlagader getroffen beim letzten Hieb. Zumindest ist sie ziemlich krass mit Blut übersät. Jetzt lass uns aber hier auch noch was Cooles finden. Come on. Bestimmt wieder verschlossen. Sieht aus wie die Hütte von einer Kräuterfrau, obwohl es halt eigentlich von einem Angler ist. Oder sein sollte. Ab auf die andere Seite und das letzte Fragezeichen klären, was hier in der Gegend ist. Bewachter Schatz oder irgend sowas? Ach, das war nach Zeiten, als wir bei Mitchell 3 die skellige Inseln erkundet haben. Und da viel übers Meer gefahren sind. Hat es seinen Reiz. Irgendwann war es halt auch ein bisschen nervig, aber es hatte auf jeden Fall seinen Reiz. Ich meine, hier hat man natürlich nochmal ganz anderes Farbenspiel. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Ich meine... Ich hab's schon oft genug gesagt, wozu wiederholen. Aber ja, das bei Skellige, das hatte... Ach, das hatte Flair einfach, das hatte Stil. Das ganze Spiel hat Stil, aber ihr wisst, was ich meine. Konnte man die Probleme der Welt vergessen in dem Sturm, in den Stürmen. Angern mal ein bisschen weiter abseits. Da steckt der Schatz, wie ich es mir gedacht habe. Und weil ich mir gewünscht hatte, mal wieder was mit Ertrunkenen. Die machen immer viel Schaden, man macht aber auch sehr viel, selber viel Schaden. Das kann also so oder so ausgehen, aber gut, die kämpfen natürlich so krass geil, Alter. Kann nichts passieren. Und die sind auch ein bisschen anderer Level, wie man sieht. Die halten gar nichts aus.
Das nächste, was kaputt geht, das hat man doch erst frisch angezogen. Kann doch gar nicht sein. Aber davon haben wir genügend. Und zwar haben wir einmal 40%, können wir auf die Handschuhe anwenden. Genau. Der Rest ist noch... Nee, das hier auch. Da können wir auch die 40% nehmen. Ich glaube, hier brauchen wir mehr als 40, ne? Aber bei auf 90 reicht auch erstmal. Da haben wir das erstmal weg. So. Dann mal ran mit dem Schatz. Das war nicht der Plan. Durchweichter Brief und verzierter Schlüssel. Also weiter für das Quest. Der Brief ist durchweicht und fällt auseinander. Er ist kaum leserlich. Bruce, mach keine Dummheiten. Ich weiß, dass du Selina zusammen mit den Resten unserer letzten Beute auf dem Friedhof von Beauclair begraben hast. Denk dran, dass ein Teil davon uns zusteht. Sei kein Idiot. Wir wissen alle, dass du ihr Liebhaber warst, aber ich erinnere dich daran, dass sie außerdem unsere Anführerin war. Das ist es, was zählt. Wir haben unseren Anteil vom Überfall auf Martinsbergs Laden bis heute nicht gesehen. Selina damit zu begraben, ist eine Sauerei. Die Schätze gehören uns allen. Treffen wir uns und teilen alles gerecht auf. Danach kannst du dich im See ertränken oder an einem Ast deiner Wahl aufhängen, Robin. Oh, meine Bande, wo eine Frau die Anführerin ist, oder war? Auch nicht schlecht. Ah, sie ist gestorben. Friedhof ist aber anscheinend nicht weit weg. Ich frage mich jetzt nur, was ist jetzt mit dem Typ passiert? Also, warum ist er denn jetzt... Ich meine, er wird von diesen Ertrunkenen umgebracht worden sein, aber wo sind denn die restlichen? Das schien eine Bande gewesen zu sein. Haben ihn einfach so sterben lassen, oder was? Hallo, hallo, Geralt. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Okay. Liebe, Jugend, Abenteuer. Sorry, ich suche hier was. Das kann doch wieder sonst wo sein. Warum denn immer? Warum müssen die einen Scheiß immer auf dem Friedhof verstecken, verdammt? Hä? Bin ich doof? Wo ist es denn? Ja, wohl kaum hier drin. Vielleicht hier unten? Ach, das kann ich mir nicht vorstellen, weil tief geht's ja nicht rein. Nee, das dachte ich mir schon. Fuck, Mann! Finde den Schatz, der auf dem Friedhof versteckt ist. Ja, toll, aber wo? Erstmal muss er sein blödes Schwert wegstecken. Das gefällt mir nicht, dass er hier so... Oh. Mit seinem Schwert so aggressiv rumrennt. Okay, also ich war da jetzt überall. Sind wir schon außerhalb. Also es war noch nie so, dass was außerhalb des Kreises war, noch nie. Der Kreis war immer sinnvoll gesetzt. Gut, es wird ja irgendwo bei einem Grab sein müssen. Da unten ist es nicht. Hier ist der Kreis auch schon wieder vorbei. Irgendwo. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt... aber hat es ja auf dem Friedhof... Also eigentlich müsste es doch bei einem normalen Grab... ich bin verwirrt. Unterirdisch? Ach, darunter, unterirdisch. Ach, ich bin so blöd, Mann. Wenn ich mal alle verdammten Hinweise lesen würde... Ich wollte gerade sagen, es muss doch eigentlich so eine Art Katakombe sein oder so. Es kann ja nicht sein, dass das... auf dem Gras oben drauf liegt, oder? Muss also irgendwo hier unten sein. Vielleicht haben wir es sogar schon mal geplündert. Wobei, nee, wir hatten ja einen Schlüssel nicht, fällt mir gerade ein. Oh, fuck. Das kann ja jetzt überall sein. Halt, jetzt wird mir sogar was angezeigt. 15, 13 Schritte in der Nähe, also muss es hier irgendwo sein. Ah, das, genau.
Ach klar, wir haben ja auch hier die Bandenmitglieder umgebracht, ich erinnere mich. Und wieso ist denn das Tagebuch von den... Was macht die Katze hier? Warum ist denn das Tagebuch wieder hier? Warum gibt's denn das zweimal? Was ist denn das gerade? Hä? Oh, aber ist echt viel geiles Zeug drin. Krass, ja, wir kennen das schon, das Tagebuch. Sehr cool, dann haben wir jetzt die Fragezeichen hier geklärt. Das ist, ja, sehr geil. Und es waren auch eigentlich sehr interessante Orte dabei. Gerade das mit dem Amphitheater hat mir gut gefallen. Tja, ich glaube, werde ich wirklich erstmal... Nee, Nebenquest. Ich will erstmal das mit der Weinfete weitermachen. Na, ich dachte, das wäre abgeschlossen, aber anscheinend halt nicht. Ja, dann werden wir auf jeden Fall... Ach, die sind hier. Ist ja gar nicht weit weg. Ja, geil, dann machen wir das auf jeden Fall, weil es ist ja sogar noch am nächsten durch Zufall. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.